Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer weiteren Episode Subnautica 2.0 und wir befinden uns hier in der Tiefseebasis, die wir in der letzten Episode fertiggestellt haben. Direkt vor mir die Black Pearl, die heute auf die nächste große Reise wartet, denn wir wollen uns heute in die Lava Zone begeben, endlich in das letzte Biom hier, runter am Lebensbaum vorbei, und ich bin wirklich gespannt, was uns da so alles erwarten wird heute. Ich will jetzt aber noch kurz ein, zwei kleinen Wünschen nachkommen. Deswegen bin ich tatsächlich noch einmal kurz schwimmen gegangen. Und zwar da unten in diesem Nebel habe ich praktischerweise alle Zutaten gefunden, die ich heute noch brauche. Ein bisschen Magnetit, Gold und Titan. Denn ich habe zwei kleine Requests bekommen oder Wünsche, die ich heute noch erfüllen will. Einmal von Jörg Böttger, der sich gewünscht hat, dass wir vorne im Observatorium noch einen Drehstuhl aufbauen. Und außerdem von Flocke, dem wir übrigens, oder ihr, weiß ich gar nicht, zu verdanken haben, dass wir hier ein wunderbar florierendes Beet hier in der Säure haben. Das ist wirklich schön gewachsen, kann ich eigentlich auch mal kurz nochmal zeigen aus unserem Reaktorraum. Und da kam der Wunsch auf, dass wir die ganze Basis nicht nur über den Reaktorraum und den Bioreaktor powern, sondern auch noch über ein zusätzliches Wärmekraftwerk. Und diesem Wunsch will ich natürlich ebenfalls nachkommen. Wir haben tatsächlich hier die Möglichkeit und direkt vor der Hütte uns das hier zu ermöglichen. Denn hier bei diesem Skelett seht ihr hier schon heiße Quellen und deswegen werde ich das jetzt kurz hier noch anschließen an unsere Basis, bevor wir uns dann auf den Weg machen. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal und schreibt mir auch gern in die Kommentare weiterhin, wie es hier weitergehen soll. Das ist schließlich hier der Durchgang, wo ihr bestimmen könnt, was wir so als nächstes machen können. Aktuell werde ich wahrscheinlich ein bisschen die Story weiterverfolgen und uns dann letztendlich vielleicht sogar langsam wieder an die Oberfläche begeben. Denn ich habe noch ein paar Bauprojekte, die ich hier erfüllen muss. Also es gibt viel, viel zu tun. Und jetzt will ich aber hier diesen kleinen Wunsch natürlich von Flocke direkt erfüllen. Ihr seht, ich habe hier alles dabei, außer Aerogel, was ich jetzt noch kurz herstellen muss. Ich habe aber, glaube ich, jetzt mit dem Gelsack und dem Rubin beides dabei, was ich dafür brauche. Und dann steigen wir gleich in die Black Pearl und machen uns mal auf den Weg in noch tiefere Tiefen hier in Subnautica. Bin gespannt. So, also da ist das Aerogel und jetzt denke ich mal, wir haben hier schon 3000 Energie. Ist natürlich Wahnsinn. Das Einzige, was wir dann nicht haben, ist hier Solarenergie. Aber wir erweitern jetzt hier das Ganze nochmal ein bisschen um ein Wärmekraftwerk. Und jetzt gucken wir mal hier. Müsste es nämlich schon, ja, hier ist es auf jeden Fall warm genug, will ich behaupten. Selbst mit dem verstärkten Taucheranzug. Und hier hauen wir jetzt einfach, ob, aus dem Weg, so ein Wärmekraftwerk dran. 50, 60 Grad wird das hier, denke ich, schon mal haben, oder? Gucken wir mal. Zack, ja, ziemlich genau. Fast 60 Grad, perfekt. Und jetzt brauche ich nur noch ein Transmitter. Jetzt müssen wir mal gucken. Der erste, der muss relativ nah stehen. Dann hauen wir den doch einfach hier gegenüber auf diese kleine Plattform. Ah, hier will er nicht so wirklich drauf. Okay, dann haue ich ihn einfach direkt davor. Hier ran. Bumm. Und von hier aus kann man jetzt sehen, das geht direkt bis zur Basis. Ich stelle aber jetzt, glaube ich, noch hier in der Verlängerung einen hin, sodass das dann schön gerade im besten Fall bis zur Basis runtergeht. Ja, super. Cool. Ja, das gefällt mir ganz gut. Dann haben wir die Aufgabe schon gelöst. Vielen Dank für diesen Wunsch und natürlich auch für das Beet da unten. Und jetzt gehen wir wieder rein. Jetzt können wir sehen, bumm, wir sind jetzt bei 3250 bereits. Wahnsinn. Okay, und ansonsten gehen wir jetzt einfach hier runter und kommen dem anderen Wunsch noch nach, nämlich nach einem Drehstuhl da vorne. Das ist ja meine leichteste Übung. Ich habe hier übrigens mal zwei Fische reingehauen. Die scheinen auch schon ein kleines Baby bekommen zu haben, sodass ich dann auch in Zukunft den Bioreaktor hier gut mit Fischen füttern kann. Und jetzt erweitern wir das Ganze hier noch um... Oh, ich brauche Glas. Ah, nee, ich... Seht ihr, ich war schon einen Schritt weiter. Ich wollte nämlich auch noch einen Scheinwerfer. Auch das hat Jörg Böttger geschrieben, dass ich eventuell noch einen Scheinwerfer bauen soll. Jetzt war ich schon gedanklich beim nächsten Schritt. Ich muss ja jetzt erstmal
ein Drehstuhl bauen. So, den hauen wir hier hin. Schön in Richtung Lebensbaum. Können wir auch gleich mal ausprobieren, ob das klappt. Zack. Perfekt. Haben wir eine traumhafte Aussicht. Kann man hier morgens einen Kaffee trinken. Wunderbar. Perfekt. So, und dann nehmen wir lassen jetzt die Basis hier, sag ich mal, alleine. Ich kann sogar hier mal die Türen schließen. Dann ist das ganz. Oh nein, ich muss ja. Haha. Wisst ihr, was ich nicht gemacht habe? Ist meine weiteren Energiezellen aufgeladen. Aber das ist nicht so dramatisch. Ich denke, mit den zwei, und ich glaube, zwei waren auch noch voll, kommen wir weit genug und können uns dann hoffentlich da unten heute sogar noch ein neues Modul besorgen. Jetzt steige ich mal kurz in den Krebs und guck mal, ob ich den hier. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig Platz hier unter dem Kiel. Ich parke jetzt hier mal kurz das Ding und wir machen uns auf. Und zwar in die Black Pearl, wo ich jetzt mal ganz kurz meine restlichen Ressourcen verräume, die ich nicht mehr brauche. Wie zum Beispiel das. Wir haben Blei, was ich nicht brauche. Und für den Scheinwerfer baue ich jetzt noch das Glas. Dann machen wir das auch. Zack, zack. So, und dann gucke ich mal, wenn ich die Energiezellen jetzt einsetze, wo wir ladestandtechnisch ungefähr sind und ob wir damit heute loskommen. So, jetzt haue ich hier nämlich die volle rein. Guck mal, die ist 188 von 200, die ist sogar noch voll. Also da sind wir quasi voll auf der Seite. Und hier haben wir 0, 0. Okay, die hätte ich natürlich noch aufladen können. Aber ich denke, das sollte reichen. Das Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. Und wir gehen noch mal kurz raus. Schließen kurz noch die Aufgabe ab und erweitern die Basis um einen Scheinwerfer. Auch das war, wie gesagt, ein Wunsch, dem ich jetzt noch nachkomme. Ich habe nicht mehr so viel Glas, deswegen wird es ein lächerlicher Scheinwerfer. Aber der soll nicht fehlen, deswegen hauen wir den hier schön mittig unten dran. Ah, ne, ich wollte ihn schon nach vorne blickend haben. Solarpanel vielleicht eher nicht. So, jetzt der gefällt mir besser. Und jetzt gucken wir mal. Ja, okay, der funktioniert. Und wow. Habt ihr das gehört? Ich weiß nicht, ob man das bei euch hört, aber bei mir gewittert es gerade. Stürmt richtig. Wahnsinn. So, und jetzt gehen wir einmal kurz hier rein. Parken noch eventuell Titan, wenn ich das noch habe. Wow, okay, eins, wow. Und jetzt schauen wir mal, was die Energieversorgung macht. 66%. Wisst ihr was? Das reicht mir. Das Risiko gehe ich jetzt ein. Und wir starten den Motor. Oh, nicht gleich die Basis crashen. Ich wollte nach oben. So, und jetzt parke ich das ganze Ding hier nochmal ein Stückchen weiter weg. Denn jetzt müsste ich so ziemlich genau über dem Krebs sein, im besten Fall, wenn ich den nicht gerade abgeräumt habe. Ja, okay, super. Wie witzig, das ist sogar schon aufgegangen. Cool. Und jetzt werde ich mich noch einmal hier in die Basis begeben. Letzte Mal, bevor wir jetzt auf die Reise zum Mittelpunkt der Erde sozusagen gehen. Denn ich würde sagen, wir füllen jetzt nochmal hier unsere Werte ein wenig auf. Zack. Wasser mitnehmen. Schadet auch nicht. Eins trinken. Cool. Das reicht. Melone. Und hier vielleicht das ganze Beet noch mal ein bisschen auffüllen, wenn ich das gerade sehe. Boah, perfekt. Alles klar. Schön ist es hier. Ich freue mich. Ich hoffe, das steht noch so tadellos, wenn wir zurückkommen. Die Fische werden jetzt hier ein wenig wachsen. Und natürlich lassen wir Knuddel hier im Dock. Die wird jetzt hier schön auf uns warten, im besten Fall, falls wir irgendwann mal zügig wieder an die Oberfläche müssen. Aktuell brauche ich diese Sachen nicht. Die Tafel. Oh, da muss ich gleich mal gucken, ob ich da noch welche dabei habe. Dann schließe ich jetzt aber erstmal hier die Tür, damit wir hier auch wirklich alles schön aufgeräumt haben. Der Bioreaktor müsste jetzt noch gut arbeiten, aber wir haben ja genügend Safety-Energie. Und jetzt ab zum Krebs. Und. Hopp. Oh, ja, perfekt. Gepasst, sehr schön.
Dem sein Frachtraum ist leer. Perfekt. Okay. Und hier habe ich Tafeln noch ohne Ende. Alles klar. Das wollte ich nur wissen, dass falls wir jetzt nämlich zu den Stationen kommen, langsam zu den Alien-Stationen, dass wir da gut aufgestellt sind. Okay. Ich würde sagen, wir begeben uns auf die große Fahrt am Lebensbaum vorbei. Und zwar da hinten in die Höhle. Da geht es nämlich weiter und tiefer. Wir sind jetzt in 900 Meter. Wir können aktuell 1300 Meter. Und wir wollen uns heute die letzte Ressource sammeln und holen, die uns ermöglicht, noch tiefer zu kommen. Und das ist Kyanit. Das ist die letzte Ressource, die mir heute noch fehlt. Und deswegen werden wir uns die heute schnappen. Ich mache mal hier ein bisschen so nah, einfach damit ihr das auch mal wieder seht. Das eigentlich ganz cool ist, wenn man erkunden will, wo Höhlen lang führen und so weiter. Passt aber auf, das frisst ordentlich Energie. Also geht damit also ein bisschen vorsichtig um. Okay, so, das erste Mal. So weit war man in diesem Durchgang noch gar nicht, dass wir jetzt hier am Lebensbaum vorbei sind. Den Lost River hinter uns lassen. Unsere neue Tiefseebasis hält die Stellung. Ich würde jetzt fast gern zurückblicken, wie es aussieht von hier, aber die wird schon fast im Horizont verschwinden. Und jetzt düsen wir hier um die Ecke. Ich halte jetzt auch immer so ein bisschen Ausschau gerade, an was für großen Ressourcenvorkommen wir vorbeikommen. Weil wenn wir in der Lavazone bei Gelegenheit irgendwann mal auch noch bauen, das haben sich wirklich, wirklich viele von euch gewünscht. Und interessanterweise habe ich das auch noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe dann doch immer, wenn ich da, sobald ich da unten mal relativ zügig das Spiel beendet und von daher irgendwie nie da unten es für nötig gehalten, eine Basis zu bauen. Das werden wir aber in diesem Durchgang auf jeden Fall ändern. Und deswegen brauche ich aber natürlich Ressourcen ohne Ende, um auch da unten wieder bauen zu können. Ich habe nämlich wirklich ohne Ende Titan wieder verbraucht jetzt mit dem Bauprojekt hier in der Tiefseebasis. Ich mache jetzt nochmal das so nah an, einfach damit man erkennt, dass es auch zum Navigieren hier manchmal ganz cool ist, wie es hier runter geht. Ne? So, cool. Und jetzt kommen wir langsam in die Ecke. Ich muss jetzt hier wirklich ein bisschen vorsichtig navigieren. Oh, da ist ein Warper. Weil hier wird es jetzt langsam interessant. Hier kommen wir jetzt, da unten seht ihr schon, in die Ecke Lavastrom. Aber jetzt muss ich selber mal gucken. Jetzt benutze ich nochmal das Sonar. Ich glaube, ich bin schon so weit, dass ich drehen kann. In diesen Tunnel hier rein. Und ihr seht jetzt hier, guckt mal, ich muss jetzt gleich aussteigen. Hier gibt es jetzt nämlich auch schon neue Kreaturen. Es ist richtig finster hier und es wird jetzt wirklich eng auch teilweise. Aber wir sind jetzt in einem Art Tunnel. Und ich zeige euch das jetzt mal nochmal von außen. Wir sind 57% in 1000 Meter Tiefe. Unglaublich. Und hier steige ich jetzt mal ganz kurz aus. Und zwar, um euch zu zeigen, hier unter uns ist jetzt bereits Lava. Ui, und auch natürlich der Kollege. So, und hier gibt es nämlich jetzt neue Kreaturen. Wir sind jetzt in der Lava-Zone und hier müssen wir jetzt wirklich gucken, dass wir die Kreaturen alle erwischen. Das ist das Rotes Auge, heißt der Kerl. Okay. Den nehmen wir gleich mal für unser Aquarium mit. Wir wollen jetzt nämlich alle Kreaturen, die hier neu sind, mitnehmen. Oh, hat er gerade mir die Fische oder? Das ist doch reine Schikane jetzt gewesen. So. Magma. Wie heißt der? Magmarang? Magmarang? So, jetzt. Zack, den haben wir auch. Ich nehme, glaube ich, gleich mal zwei mit. Vielleicht muss ich einen essen. Komm her, komm her. Aber hier komme ich natürlich so schnell nicht mehr runter zum. Konnte ich da gerade noch was scannen? Ah ja, guck mal den hier. Oh, diese nervigen Dinger. Lava-Larve, die sind so lästig. Die muss man. Oh, verdammt, jetzt greift er mich an. Die muss man bei Gelegenheit hier schön vom. Weg, geh weg. Von der Black Pearl wegschlagen, weil die saugen uns Energie aus. Die sind super gemein. Deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen. Die brauchen auch zwei, drei Schläge, damit die wirklich verschwinden, beziehungsweise dann vielleicht auch im besten Fall tot sind. So, den nehmen wir auch noch mit. Okay, das wollte ich euch jetzt an der Stelle nur zeigen. Wir sind jetzt tatsächlich hier
im Magmastrom. Jetzt können wir mal gucken, ob es hier unten sogar Pflanzen gibt, die wir vielleicht noch nicht kennen. Aber ich glaube, hier wächst nicht mehr so viel. Deswegen, viele haben sich gewünscht, dass ich da vielleicht auch mal nochmal ein Biom erstelle, ein Lava-Biom. Aber es gibt hier einfach wenig Sachen, außer die Kreaturen, mit denen man wirklich arbeiten kann. Es gibt Kupfer hier zu sammeln. Gut, habe ich mir gemerkt. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt weiter auf den Weg, bevor uns hier der Warper noch erwischt. Okay, was sagt denn? Ihr könnt hier zum Beispiel sehen, seht ihr das? Da hängt noch einer dran. Ich meine, wenn ich jetzt mich die ganze Zeit darum kümmere, dann werde ich hier nie vorankommen. Deswegen fahren wir jetzt erstmal noch ein Stück. Aber da muss man später wirklich aufpassen. Oh, dieses Licht ist so sinnlos. Ich mache doch nochmal das so nah an, damit ich hier auch gut durchkomme. So, seht ihr, da links ist die Lücke. Wir folgen jetzt diesem Strom einfach bis in eine riesige Höhle. Das ist unsere nächste Anlaufstation. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt bei 1100 Meter, nur noch 200 Meter tiefer und wir haben unsere maximale Tauchtiefe erreicht. So, hier ist sehr, sehr eng. Okay, ja, er meckert schon, aber es reicht. Einfach ein bisschen vorsichtig fahren hier. Aber es geht, es geht. Jetzt sehe ich auch wieder ein bisschen was. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mal ein bisschen mehr abdunkeln sollen, weil hier ist super finster. Und diese Scheinwerfer sind wirklich super schlecht. Habe ich kürzlich mich auch mit jemand drüber unterhalten, dass die einfach sinnlos sind am Zyklopen, weil die nicht richtig funktionieren, leider. Okay, so, jetzt würde ich sagen, jetzt müsste es eigentlich auch nur noch geradeaus gehen. 1100, 1200 Meter haben wir gleich. Und da vorne geht es jetzt langsam auf. Und da, wo es aufgeht, da werde ich dann anhalten, weil da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Denn da wartet ein Ungeheuer auf uns, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Noch ein bisschen vor. Oh, und ich sehe da hinten schon unsere begehrte Ressource. Passt auf, ich parke jetzt hier. Ich mache den Motor aus. Wir haben 48%. Wir haben aber auch im besten Fall hier draußen jetzt schon eine gute Außentemperatur. Und jetzt guckt mal, wenn ich jetzt hier mal auf unsere Module gehe. Und zwar brauchen wir, wenn ich jetzt hier mal gucke, Krebstiefenmodul Nummer 2. Das ist das erste, weil wir haben aktuell nur Krebsmodul 1 und Zyklop-Tiefenmodul Stufe 3. Dafür brauchen wir jeweils Kyanit. Wir brauchen leider auch ziemlich viel Titan, sehe ich gerade, was ich nicht habe. Das heißt, das müssen wir auch noch finden. Das hätte ich mal vorher nachschauen müssen. Oh, 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 oh. Das haben wir alles hier schon. Was wir aber noch nicht haben, ist der Zyklop-Wärmereaktor. Und der ist natürlich auch super, weil der ermöglicht es uns hier unten Energie zu haben. Okay, das sind die Sachen, die ich bauen will. Das heißt, ich brauche relativ viel Titan. Ich habe einmal Titan und ich brauche 5, dann plus nochmal einmal sind 10, 15. 15 Titan. Lithium habe ich, okay. Kabelsatz kriege ich easy hin, würde ich sagen. Ja, okay. Was schwierig werden könnte, weil ich wieder nicht aufgepasst habe, ist Salzsäure und Poly. Jetzt passt mal auf, hier sind die Fische. Ich habe nämlich meine ganzen Tiefenpilze habe ich an der Basis gelassen. Wir brauchen nämlich sechs. Wir brauchen zweimal Poly, das heißt, ich brauche zweimal Salz und sechs Tiefenpilze, um daraus dann mit Gold Poly zu machen. Okay, sechs Tiefenpilze und zweimal Salz. Und beides habe ich, glaube ich, nicht mehr wirklich dabei. Oh. Kann sein, dass ich nochmal zur Basis hoch muss. Ah, seht ihr, man macht hier einfach dann so kleine Fehler, die einen echt was kosten können. Und jetzt habe ich hier schon so viele Viecher dran. Das wird jetzt hier richtig Energie kosten. Aber gut, ich mache mir jetzt hier auf den Weg. Ich gehe einmal kurz nochmal so raus, um diese Kreaturen hier mal abzuschlagen, in der Hoffnung, dass die nicht gleich wiederkommen. Aber es
solange ich hier parke, werden die immer ein Problem sein. Und deswegen braucht man unbedingt den Wärmereaktor, weil der sorgt dafür, dass wir dann zumindest die Energie nicht komplett verlieren. Wisst ihr, was ich meine? So, guckt euch diese verdammten Viecher an. Na? Sie echt killen eigentlich. Zack, zack, zack. Okay. Und dich auch noch. Na? Du willst nicht? Oh mein Gott, ist das nervig. Okay, der ist weg. Wo schwimmt er hin? Wo schwimmt er hin? Egal. Okay, seht ihr, da ist schon wieder... Also das nimmt kein Ende, solange ich hier bin. Da kann man sich wirklich sehr schwierig vor schützen. Deswegen gehen wir jetzt einfach weiter. Ich meine, ich hätte da unten... Genau, Tiefenpilze wachsen hier. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Das heißt Titan und Salz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich nehme mal zwei mehr mit, einfach damit wir sie haben. Und bring die schon mal in Sicherheit. Das ist gerade... Was machst du denn jetzt hier drin? Ist das dein Ernst? Jetzt bist du schon hier drin am Energiesaugen oder wie? Unglaublich. So, okay, das haben wir. Salz hätte ich, verdammt, jetzt hatte ich doch meine Wasserfilteranlage, hätte ich super bauen können. Ärgerlich. Und meine Batterien habe ich auch in der Batterieladestation gelassen. Also, wieder super vorbereitet hier, der Herr. Meine Herren. Okay, verdammt. Was mache ich? Also, ich mache als erstes mal das hier raus und das hier rein. Okay, das ist schon mal gut. Dann steigen wir aus, denn ich habe meine begehrte Ressource da hinten schon gesehen. Da ist es. Guckt euch das an. Das erste Mal hier. Oh, und direkt daneben. Oh, ein Traum. Guckt mal, Kyanit. Da ist es. 10 Stück brauche ich davon. 10-mal Kyanit. Und dann sind wir hier auf einem guten Weg, noch tiefer zu können. Weil ihr seht, ich bin jetzt mit meinem Krebs nur noch 50 Meter weg von der maximalen Tauchtiefe. Und deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier jetzt nicht so tief reingehen. Aber hier kommt schon mal ordentlich Kyanit raus. Das ist perfekt. Oh, sehr gut. Manchmal kann ich mich erinnern, ganz am Anfang ist da teilweise, hast du was abgebaut und da kam gar nichts raus. Ich weiß nicht, ob das gefixt wurde oder ob das so gewollt war, aber teilweise hat man aus so einem Riesenblock kaum Kyanit rausbekommen. Wo ich dann immer gedacht habe, ich mache irgendwas falsch, aber das war tatsächlich so. Aber anscheinend, jetzt zumindest bei dem Block kam fast bei jedem Mal Kyanit raus oder bei jedem Mal Kyanit raus. Vielleicht haben sie da ein bisschen was gefixt und geändert. Theoretisch fehlt mir jetzt nur noch Salz, ne? Aber das jetzt hier unten zu finden, ich weiß es nicht, ich habe es nicht so genau in Erinnerung. Salz fehlt mir für, ja, den Wärmereaktor, genau. Das wäre ärgerlich. Ich hatte Salz dabei, glaube ich sogar, aber nicht genug. So, komm, das kleine Stückchen kriegen wir jetzt hier auch noch. Das habe ich schon alles verbraucht. Und wir hätten jetzt natürlich die Wasserfiltermaschine gut nutzen können. Ich stand vorhin sogar noch dran. Ärgert mich das, ja. Na gut, also ich habe gesagt, ich brauche 15 Titan, ne? Moment, wir gucken mal, weil hier ist direkt nochmal einer. 2, 4, 6, 12, 14. Und 2, 4, 6, 7. Okay. Also komm, dann machen wir die zwei Blöcke hier noch weg und dann haben wir da schon genügend. Endlich ist es soweit. Ey, wir haben Kyanit. Wahnsinn. Und ich kann jetzt hier auch tatsächlich noch ein paar Sachen scannen, weil es gibt hier, wir haben jetzt schon drei Kreaturen gescannt, die wir noch nicht hatten. Und es wird zumindest noch eine ganz große geben, von der ich weiß, dass sie auf uns wartet und gar nicht so weit weg. Ich glaube, ich habe sie auch schon brüllen hören. So, Titan abbauen. Das sollte jetzt auf jeden Fall reichen, sobald ich den Block hier weg habe. Ich höre schon wieder so ein bisschen so ein Leviathan-Geräusch über mir. Ich hoffe, der geht jetzt nicht zum Zyklop. Aber ich habe ihn eigentlich noch nicht voll hier in der offenen Area geparkt. Das sieht noch alles gut aus, okay. Oh,
vielleicht habe ich auch nur hier die Explosionen der Geysire gehört. Weil ich sehe hier noch aktuell nicht wirklich was. Aber wir sind jetzt hier mitten in der Lava-Zone. Wahnsinn. Und Kyanit ohne Ende. Ein Traum. Ist das cool. Oh, guck mal da. Ich steig mal ganz kurz aus. Guck mal hier, den kennen wir auch noch nicht. Oh, die kennen wir beide noch nicht. Oh, jetzt gibt's wieder Scans. Das ist eine neue Art Rochen. Den haben wir in der solchen, in dieser Forschungsstation schon gesehen. Purpurrochen. Auch sehr nice. Na, komm her. Ziert sich ein wenig. Und dann würde ich sagen, holen wir uns den Kollegen hier auch noch, weil den kenne ich auch noch nicht. Und den kann man sogar züchten. Die Lava-Echse. Da können wir noch Eier für finden. Das ist sehr gut, weil ich glaube, die meisten anderen haben wir schon gefunden. So, der haben wir auch. Perfekt. Ah, oh, guck mal, Kyanit ohne Ende. Perfekt. Aber ich sehe kein Salz. Das wird mir noch das Genick brechen. Das ist gemein, ey. Dass sie das eingebaut haben hier in das Wärmekraftwerk, Wärmereaktor, wie auch immer das Ding heißt. Hey, 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 verschwinde. Lass mich in Ruhe, gell? So, Kyanit, Kyanit. Oh, kein Platz mehr. Moment. Sammeln wir ein. Kein Problem. Oh, scannen. Oh ja, klar, scannen muss ich es noch. Moment. Das geht auch. Wir nehmen mal ein bisschen Kyanit. Zack. Und dann habe ich jetzt gelernt, kann man es einfach fallen lassen. Und es dann scannen. Vielleicht irgendwo fallen lassen, wo es nicht gleich wegrollt. Schlau. Okay, perfekt. Haben wir das auch. Und dann bauen wir den Rest ab. So, jetzt beobachte ich mal, ob jetzt hier wirklich aus jedem wegbrechenden Stück... Ja, kamen zwei direkt. Also es scheint mir fast, als hätten sie das gefixt. Weil ich habe hier wirklich teilweise so ganze Blöcke weggebohrt und da kam gar nichts raus. Aber das ist nicht mehr der Fall. Zumindest jetzt an diesen zwei Blöcken, die ich hier gemacht habe. Cool. So, passt das jetzt hier noch rein? Oder muss ich nochmal Platz im Block machen? Ich muss nochmal Platz machen. Komm her, komm her. Und dann reicht es eigentlich schon. So viel Kyanit braucht man nämlich interessanterweise gar nicht. Aber natürlich... Hoppala. Ich wollte eigentlich den Kollegen hier nochmal ein bisschen auf... machen. So. Okay, und dann machen wir das. Herrlich. Oh, wisst ihr was? Was mir gerade einfällt, ich muss so oder so zurück zur Basis, weil... Nein, muss ich nicht. Ich habe eine Modifizierungsstation im Zyklop. Ich habe keine in der Basis. So, ich habe keine in die Basis gebaut, weil ich gedacht habe, ich habe eine im Zyklop. Also von daher sind wir dahingehend schon mal ganz gut aufgestellt. Okay, passt. Dann habe ich, glaube ich, alles außer Salz. Ich gucke jetzt mal hier einfach noch so ein bisschen grob rum, ob es vielleicht zufällig hier unten auch irgendwie große Salzvorkommen gibt. Es gibt auf jeden Fall schon mal Quarz. Salz rumliegen sehe ich auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist ja auch manchmal, dass es irgendwie einfach so lose rumliegt. In der Wüste, gerade am Rand der Welt oder der Karte, da findet man es ja auch einfach gern mal lose. Aber hier jetzt zumindest auf den ersten Blick nicht. Okay. Und jetzt sind wir schon am großen Berg von Mordor hier. Na gut, also dann muss ich es wohl erstmal dabei belassen. Ich nehme jetzt nur, wenn ich das jetzt hier gerade sehe, auch nochmal kurz das Quarz mit, wenn ich dann noch genügend Speicher habe. Denn tatsächlich ist Quarz bei mir gerade auch ein bisschen Mangelware. Deswegen nehmen wir das jetzt auch noch mit. Zack, zack. Hey, 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 hey. Das ist doch... Oh, Alter. Der ist ganz schön nervig. Pass mal auf hier, ne? 55% habe ich nur noch. Jetzt muss ich echt aufpassen. Okay, das nehmen wir jetzt noch mit. Oh, 50. Okay, ich muss jetzt echt ein Auge drauf haben. 45. Die scheinen jetzt hier wirklich
beide aber auch, ne? So, jetzt habe ich sie hoffentlich vertrieben. Ich muss sonst gleich nochmal aussteigen. Die sind sehr aggressiv, diese Lava-Echsen, habe ich den Eindruck jetzt gerade. Die mögen das nicht, wenn hier jemand unterwegs ist. Hat sie gerade mit dem Lavastrom erwischt wenigstens. So, komm, verschwinde, verschwinde. Wirklich? Komm, jetzt mach das Ding noch weg und dann hauen wir ab. 35%. Und jetzt, das war's. Okay, ab die Post. Und zurück zum Zyklop. Bevor ich hier platt gehe. Ich steige jetzt nicht aus, um mich zu reparieren. Denn ich habe aktuell zumindest noch mein Reparaturdock ausgerüstet. Kann sein, dass ich das bald nicht mehr habe. Denn wir müssen irgendein Modul ausbauen, um den Wärmereaktor reinzubauen. Aber dafür bräuchte ich halt auch das Salz. Verdammt. So, jetzt erstmal hier hoch. Und vorsichtig rein. Puh, okay. So, das sollte jetzt nämlich repariert werden, netterweise hier. Wir können ja mal gucken. 43% hier aktuell. Er lädt jetzt hoffentlich auch die Batterien auf. 48, 92. Okay, beides geht hoch. Perfekt. Alles klar, das haben wir schon mal gelöst, das Problem. Dann würde ich sagen, hau ich Kyanit einfach mal hier rein. Sehr nice, da haben wir jetzt richtig schön viel von. Ich brauche 2, 4, 6 und dann nochmal 4. 1, 2, 3. Sind das jetzt 3, 6, 9? Das müsste reichen. Ja, okay. Zack, und dann das Titan aus dem Herbert. Nehmen wir komplett raus, so viel geht. Zack, und dann gehe ich kurz hier ran. Jetzt muss ich nämlich schon wieder gucken, dass meine Energie noch reicht, weil aktuell haben wir ja schließlich das Wärmekraftwerk noch nicht eingebaut. So, 10 und 5, perfekt, das passt. Und jetzt noch das Lithium einpacken und dann kann ich die zwei tiefen Module bauen, um hier dann noch weiterzukommen. Einmal, zweimal. Und das sollte reichen. So, wir bauen den Blastallbarren. Das ist schon mal sehr gut. Oh, wisst ihr, was mir jetzt auch gerade noch auffällt? Wie ist denn das jetzt mit Modul auswechseln hier in der Tiefe? Okay, jetzt passt mal auf. Jetzt wird es nämlich spannend. Also, jetzt machen wir erstmal Krebs. Das wird nicht so spannend, weil der ist schön angedockt, also sicher. Dann nehmen wir jetzt mal das Tiefenmodul 1 raus. So, der hat jetzt eine Zerstörungstiefe von 900 und ich glaube, dem Zyklop ergeht es nämlich ähnlich gleich. Und das wird dann nochmal spannend. So, jetzt gehen wir hier raus. Modifizierungsstation benutzen. Tiefenmodul Nummer 2. So, das haben wir gebaut. Kann weg. Perfekt. Okay, dann können wir das direkt einfügen. Und jetzt wird's heikel. Jetzt wird's heikel, Leute. Also, Herbert ist jetzt voll aufgemotzt und kann auf 1700 Meter. Damit haben wir alles erschlagen. Das ist perfekt. Aber was nicht so perfekt ist, ist, wir brauchen hier. Okay, hier baue ich Tiefenmodul 1. Das heißt, ich baue auch an der Modifizierungsstation Tiefenmodul Nummer 2. Das ist komplett im Keller. Wenn ich aber ich komme, glaube ich, nicht hier rum ran, kann das sein? Wie ist das? Doch, kann ich nutzen. Okay, komm, ich baue mal hier ein bisschen die Laternenfrucht ab. Zack. Okay, das ist im grünen Bereich. Ich habe die Zutaten und ich komme hier an die Modifizierungsstation. Und hier kann ich Krebs, Tiefenmodul 3. Ich habe die Zutaten, ich brauche nur Tiefenmodul Nummer 2. Okay, das wird jetzt heikel, Leute. Das wird jetzt richtig heikel. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Gesundheit ist voll. Strom gleich nicht mehr, denn wir werden hier ausgesaugt bis zum geht nicht mehr. Aber ich riskiere jetzt, dass das Ding mir nicht um die Ohren fliegt, hoffentlich. Okay, bereit? Ja, Warnung. 500 Meter. Das Ding geht jetzt richtig schnell her.
Modifizierungsstation. Zyklop Stufe 3. Zurück. Oh. Zack. Hier ran. Und rein. 1700 Meter. Okay. Ich habe keine verdächtigen Zerstörungsgeräusche gehört. Aber wir haben Schaden genommen. Minimal. Okay, ich hätte gedacht, das wäre viel mehr, oder? Ich hätte wirklich schwören können, dass das viel, viel mehr ist. Interessant, aber ich beklag mich nicht, muss ich sagen. Cool. Also, dann verräume ich jetzt die restlichen Ressourcen. Und ich will aber mein Tiefenmodul heute noch, nicht mein Tiefenmodul, mein Wärmekraftwerk. Das heißt, ich werde jetzt, glaube ich, zurück müssen, um Salz zu finden. Oder beziehungsweise aus der Basis zu holen, ha? Oder mache ich das... Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe mit dem Krebs zurück. Muss euch da aber jetzt nicht komplett auf die Reise mitnehmen, weil das ist doch nochmal ein Stück beim Krebs. Also alles, was wir jetzt gerade im Grunde mit der Black Pearl gefahren sind, nochmal mit dem Krebs zurück. Dann kann ich auch meine Batterien holen. Aber was wir dann machen dafür... Weil der Zyklop wird jetzt hier ausgesaugt, will ich behaupten. Der, wenn der jetzt hier parkt weiterhin, dann sind wir den bald los, was die Energie angeht. Das heißt, ich brauche definitiv den Wärmereaktor, weil... Jetzt guckt mal. 27%, der ist demnächst leer. Absolut leer. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes. Ich packe die leeren Energiezellen auf. Zack. Da haben wir den Reststrom drin. Auf der anderen Seite werden sie leer sein. Die nehme ich mit, lade sie in der Basis auf. Nehme den Krebs. Hol Salz und Batterien und komme hier wieder her und hoffe, dass der Kollege hier noch auf uns wartet, wenn wir zurückkommen. Wisst ihr, was ich meine? Aber das mache ich zwischen dieser und der nächsten Episode. Und dafür werden wir aber jetzt als Abschluss für heute uns noch einem neuen großen Leviathan widmen. So viel will ich heute wenigstens noch schaffen, dass wir hier einen schönen Abschluss noch finden. Nicht widmen im Sinne von ich besiege ihn, aber widmen im Sinne von wir finden ihn zumindest mal und vielleicht scannen wir ihn sogar schon. Mal gucken, ob ich es... Oh ja, da ist er auch schon. Mal gucken, ob ich es schaffe, ohne das Stasi-Gewehr zu benutzen. Aber ich denke, der ist groß genug, dass wenn ich ohne meinen Anzug dahin gehe, ich vielleicht sogar eine bessere Chance drauf habe, mich hinter ihn zu klemmen. Da ist der liebe Kollege. Oh, der dreht ganz blöd jetzt in unsere Richtung. Ich hoffe, er erwischt mich jetzt nicht auf Anhieb. Moin! Ah, ich finde, er hat mir zugenickt, oder? Habt ihr ja nicht auch das Gefühl? Das war doch eine Art Zunicken, oder? Oh, oh. Okay, Moment. Boah, Alter. Man muss echt aufpassen. Der ist extrem schnell und ohne Gleiter hat man keine Chance hier, dem wirklich zu folgen. Boah, ist sehr schnell. Seht ihr das? Boah, ist sehr schnell. Der lacht mich aus. Oh oh, der positioniert sich nur neu. Ich versuche auszuweichen. Oh oh. Okay, ja, also sie hat jetzt gerade irgendwie in Alien-Basis nochmal gefunden. Komm, Seedrache, ich krieg dich. Oh oh, er dreht, er dreht. Nicht gut. Schreien ist nicht gut. Komm her, komm her. Oh, ich habe ihn jetzt hier wirklich schön eingeklemmt. Das wäre auch gut, um jetzt gegen ihn zu kämpfen. Aber ich bin überrascht. Der ist verdammt schnell. Ich habe den gar nicht so schnell in Erinnerung. Ich komme auch selbst mit dem Seegleiter kaum hinterher. Oh, das wird eine Herausforderung, den zu killen. Oh je, oh je. Komm schon, guck mal. Ich komme nicht mal mit dem Scanner ran. Der lässt sich hier mit der Strömung treiben. Seht ihr das? Oh, oh. Okay, er beißt wenigstens nicht. Okay. Jetzt hat er mir Schaden gemacht. Okay, ich hau ab. Das reicht. Ich habe ihn gescannt.
Das reicht. Ich hoffe, er jagt mich jetzt nicht bis ans Ende der Welt. Wo habe ich Herbert geparkt? Da ist er. Okay. Also, das haben wir geschafft. Ich habe auch sogar schon den Eingang in den Berg gefunden. Da ist er. Das werden wir in der nächsten Episode angehen. Hey, hey, weg von Herbert. Ey, diese verdammten Lava-Dinger, ey, Wahnsinn. Fies sind die. Lava-Echsen sind fies. Okay. Guck mal, hier hat es auch schon mal ein Reaper runtergeschafft. Der wurde wohl gekillt von dem guten Seedrachen. Chelyceratops. Chelyceratops. Den kann ich nie aussprechen, den Kollegen. Na gut. Also Leute, ich mache mich jetzt mit Herbert nochmal auf den Weg. Ihr seht 1700 Meter Tauchtiefe. Und mit meinem Wurfhakenarm sollte ich relativ zügig zurück zum Zyklop und dann auch zurück zur Basis kommen, um die Zutaten zu holen, die uns fehlen. Und dann mache ich mich wieder auf den Weg hierher. Wir bauen uns das Wärmekraftwerk und widmen uns vielleicht auch dem Wärmekraftwerk. Denn da sind wir gerade am Eingang vorbeigekommen. Und schauen mal, was wir da so finden. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin und tschüss.